Der Kryptomarkt will genau eines schaffen, und zwar dein Geldbörsel auseinandernehmen. Und ich habe mehrere Beispiele dafür. So erreichte beispielsweise im März 2024 die Anzahl an Menschen, die nach Krypto-Bullmarkt suchten, ein neues Allzeithoch. Ab diesem Zeitpunkt fiel der Bitcoin-Preis allerdings um etwa 30%. Die letzten beiden Spitzen im Google-Interesse hatten wir 2021 im Mai und im November. Und ganz zufälligerweise fallen diese Interessensspitzen mit lokalen Höhepunkten im Kryptomarkt zusammen. Eine der Phasen zum Beispiel führte zu einem Rückgang der gesamten Marktkapitalisierung um etwa 50%. Die andere zu einem Rückgang von sogar 80%. Deswegen übrigens ist der Fear and Greed Index so ein geiler Indikator. Denn Krypto-Google-Interesse wird in diesen Indikator auch mit eininkludiert. Falls du mehr dazu erfahren willst, check gerne das letzte YouTube-Video von mir aus. Fakt ist, wenn du nicht in der Lage und bereit bist, schlauere Entscheidungen als andere Marktteilnehmer zu treffen, wirst du und dein Portfolio untergehen. Wir spielen alle gegeneinander, sei dir dessen immer bewusst. Bitcoin folgt letztendlich derselben Richtung wie der US-Aktienmarkt, besonders der Technologie-Aktienmarkt, also der Nasdaq. Das ist auf dieser Chart eindeutig zu erkennen. Zeiträume, in denen der S&P 500 und Nasdaq steigen, dort steigt der Bitcoin auch. Vice versa gilt dasselbe. Also wenn S&P 500 fällt auch Bitcoin. Bedeutet im Rückkehrschluss, steigt der US-Dollar, fallen die Aktienmärkte und damit auch Bitcoin. Das heißt, wir brauchen Inflation, damit Bitcoin steigen kann. Viele wollen das allerdings einfach nicht akzeptieren. Aber Bitcoin wird wie der Aktienmarkt von vielen gleichen Faktoren beeinflusst. Also Liquidität, Risikobereitschaft der Investoren und natürlich Anlegeroptimismus. Wenn sich Investoren gut in Bezug auf die Wirtschaft und wirtschaftlichen Entwicklungen fühlen, werden sie investieren. In so einem Wirtschaftsumfeld steigen Aktien im Allgemeinen und damit auch Bitcoin. Deshalb fiel Bitcoin auch im August, als der Aktienmarkt aufgrund von Rezessionsängsten innerhalb von 3 Tagen um schnelle 6% einbrach. In sehr kurzer Zeit sogar um rund 30%. Wie wir allerdings sehen können, hat sich der Aktienmarkt mittlerweile vollständig von diesen Verlusten erholen können. Nach den wiederholt negativen PMI-Daten von Anfang September allerdings, bereitet sich gerade wieder etwas Angst im Aktienmarkt aus. Diese hat sich leicht aber doch auch auf Bitcoin ausgewirkt. Wie wir in den letzten Videos besprochen haben, gibt es starke Hinweise darauf, dass diese Rezessionsängste nur vorübergehend sein sollten. Bedeutet, wir rechnen schon bald mit einer spektakulären Erholung der Aktien- und Kryptomärkte. Jetzt werden einige vermutlich argumentieren, dass die Aktienmarktpreise vor allem von Indizes, nur so hoch gehalten werden können, weil die Big Seven so gut performen. Um diese Hypothese zu überprüfen, sollten wir uns den S&P 500 mal genauer ansehen. Der S&P 500 wird hauptsächlich von den Big Seven dominiert, also Microsoft, Apple, Google und die anderen. Deswegen schauen wir uns jetzt einen Index namens RSP an. Das Besondere an diesem Index ist, er hat die Unternehmen im S&P 500 gleich stark gewichtet. Bedeutet, der übermäßige Einfluss der Tech-Aktien wird hier rausgenommen. Wenn wir uns die Preisstruktur des RSP ansehen, erkennen wir, dass er kürzlich über die kurzfristige Abwärtslinie, die bis April zurückreichte, ausgebrochen ist. Der Index hat also kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht und er liegt beständig über all seinen wichtigen gleitenden Durchschnitten, die übrigens alle weiterhin nach oben geneigt sind. Das ist, wenn wir ehrlich sind, zweifellos eine sehr gesunde Preisstruktur. Wenn der RSP also weiter steigen sollte, könnte auch Bitcoin, der stark mit dem RSP korreliert, steigen. Wie du sehen kannst, haben wir gerade eine große Diskrepanz zwischen dem aktuellen Bitcoin-Kurs und dem Allzeithoch des RSP. Man könnte argumentieren, dass das eine ähnliche Situation wie Anfang 2024 ist. Als der RSP neue Höchststände erreichte, während Bitcoin noch hinterherhing. Und wie du sehen kannst, schließlich hat Bitcoin aufgeholt. Um das jedoch mit einer gewissen Sicherheit behaupten zu können, müssen wir erstmal verstehen, was den RSP antreibt und ob er vermutlich weiter steigen sollte. Der Durchbruch, den wir hier sehen, fand am 11. Juli statt. Und an diesem Tag wurde eine wichtige Inflationszahl in der USA veröffentlicht. Diese zeigte, dass die Inflation in der USA weiter rückläufig ist. Schlecht für Aktien- und Kryptopreise, gut für den US-Dollar. Infolgedessen haben Finanzmärkte begonnen, niedrigere Zinssätze einzupreisen. Das sehen wir, wenn wir uns die zweijährige Rendite etwas genauer ansehen. Anfang Juni 2024 stand sie noch bei 5%, mittlerweile ist sie auf unter 4% gefallen. Und das geschah nicht nur nach dem Inflationsbericht, der Mitte Juli die zweijährige Rendite nach unten drückte, sondern auch nach einer schwachen Arbeitslosenstatistik, die zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt deutlich abgekühlt hat, zumindest in der USA. So im etwa preist also der Markt die Taten der Federal Reserve ein. Aufgrund einer abgekühlten Inflation werden Zentralbanken also jetzt die Zinsen senken. Solche Erwartungsveränderungen können massive Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben. Während des gesamten Jahres 2022 stieg so die zweijährige Rendite aggressiv an. Und meiner Meinung nach war das ein wesentlicher Faktor für den 80%igen Rückgang, den wir damals bei Bitcoin gesehen haben. Sobald die zweijährige Rendite aufhörte, aggressiv zu steigen, was ist da mit dem Bitcoin passiert? Richtig, er hat begonnen zu steigen. Jedes Mal, wenn wir einen Rückgang der Zinssätze sahen, ging das mit einem erheblichen Anstieg von Bitcoin einher. Es gibt übrigens 3 Arten von Zinssenkungen. Die Normalisierungssenkung, die Rezessionssenkung und die Paniksenkung. Normalisierungszinssenkungen, aber auch Panikzinssenkungen, können sich bullisch auf die Märkte auswirken. Bärisch wirkt sich hingegen die Rezessionszinssenkung aus, aber dafür brauchen wir ein fallendes BIP, also ein fallendes Wirtschaftswachstum, und das ist zumindest in der USA nicht der Fall.
Global gesehen ist die Lage aktuell aber etwas anders. Trotzdem, jedes Mal, wenn wir den Rückgang der Zinssätze sahen, ging es mit einem erheblichen Anstieg vom Bitcoin-Preis einher. Alles in allem sollte also die Zinssenkung eine gute Sache für Bitcoin sein. Auch wenn vielleicht nicht direkt. Ähnliches Verhalten sahen wir 2018, als die zweijährige Rendite stieg und Bitcoin einen 80%igen Bärenmarkt erlebte. Als die Zinssätze schließlich ihren Höhepunkt erreichten, fand Bitcoin kurz darauf seinen Tiefpunkt. Und danach begann die deutliche Aufwärtsbewegung. Hier sehen wir also bei Bitcoin einen wunderschönen Fakeout im Nachhinein, der hier zur Reakkumulation genutzt wurde. Natürlich könnte bei einem Eintritt der Rezession Bitcoin-Preise gemeinsam mit Zinssätzen fallen. Genau das passierte beispielsweise während der Covid-Krise. Aktuell sieht es aber nicht so aus, als würde sich die US-Wirtschaft in einer Rezession bewegen. Abgesehen davon haben wir wieder leicht steigende Inflation, gegen Ende September steigende Liquiditätsverhältnisse, ein reelles BIP-Wachstum von über 3%, ja, auch das verlangsamt sich, aber nicht so sehr, und dementsprechend schauen die Sterne eigentlich recht bullisch aus. Aber wir haben natürlich auch ein paar Verkaufssignale, wie zum Beispiel den ISM-PMI, der weiterhin Kontraktionen im Arbeitsmarkt und im Herstellungsmarkt in der USA indiziert. Also es ist nicht ganz klar. Das Wichtigste wird die Liquiditätsentwicklung fürs restliche Jahr sein und die schaut aber recht bullisch aus. Aber wie bereits erwähnt, erst wieder nach Ende September. Aktuell befinden sich ca. 75% der Aktien des S&P 500 in einem Aufwärtstrend. Jedes Mal, wenn so viele Aktien in einem Aufwärtstrend waren, erlebte Bitcoin eine Rallye. Für mich ein wesentlicher Aspekt bei der Analyse vom Bitcoin-Preis. Während Investoren bereit sind, 75% der Aktien im S&P 500 höher zu treiben, bedeutet das eigentlich im Rückkehrschluss, dass es einen breiten Optimismus der Anleger auf den Aktienmärkten gibt. Und ein großer Teil dieser 75% sind risikoreiche Aktien. Wenn so viele Aktien in einem Aufwärtstrend sind, bedeutet dies, dass Anleger bereit sind, Risiken einzugehen. In so einem Umfeld gibt es eigentlich kein Zeichen, warum Leute nicht in Bitcoin investieren sollten. Was ich aber zugeben muss, ist, die Sache ist nicht so klar wie in den letzten Jahren. Wir sehen hier nämlich aus verschiedensten Ecken Zuspitzungen, genauso wie langsamer werdendes Wirtschaftswachstum im Rest der Welt. So zum Beispiel in Deutschland und in anderen großen Teilen der EU. Aber Fakt ist, du musst dich jetzt entscheiden. Theoretisch sollten die Preise noch einen Monat lang fallen. Erst danach wieder steigen. Wenn du dein Geld also nächste Woche brauchen solltest, würde ich vielleicht lieber verkaufen. Falls du es nicht brauchst, würde ich es in den Märkten lassen, um von den 20 profitabelsten Tagen im Jahr, ja, keinen zu verpassen. Also wie du siehst, du musst es wieder selber entscheiden. Ich persönlich bleibe im Markt investiert und hedge meine Positionen gerade nur mit dem einen oder anderen Short Trade. Mehr dazu in unserer Premium-Gruppe. Aber hier nochmal zum Abschluss. Bitcoin hat gerade eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen US-Dollar. Das ist etwa ein Drittel der Größe von Apple, Microsoft oder Nvidia. Das bedeutet, dass es den gleichen Kräften unterliegt wie unsere Risk-On-Aktienmärkte. Besonders unser Nasdaq. Abschließend wollte ich nur noch eines festhalten. Aktuell befinden wir uns in einem Marktumfeld, in dem aktives Managen deines Portfolios super wichtig ist. Zumindest, wenn du maximale Profite reißen willst, während du dich vor der Inflation schützt. Deswegen handel doch wie gerade super aktiv in den Märkten und wir probieren diese Volatilität natürlich auszunutzen. Unsere Echtzeit-Trades findest du auf Patreon und falls du auch so kostenlos etwas zum Thema Kryptowährungen und Krypto-Trading lernen möchtest, schau gerne in unserer kostenfreien Gruppe Krypto-Launchpad vorbei. Alles natürlich unten in der Bio verlinkt. In diesem Sinne sage ich, viel Spaß beim weiteren DCA'en. Auch wir kaufen gerade die Dips. Wir rechnen mit einem bullischen Abschluss des Jahres. Warum, erfährst du im nächsten Makromontag-Livestream. Du kannst dann auch im Nachhinein natürlich die Aufzeichnung dir online reinziehen. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.